So, meine Damen und Herren, heute gehen wir nach Bolange oder Bolange oder sonst auch immer. Heute gegen Copernicus. Mal gucken, ob er auch so schlau ist, wie er im echten Leben war. Aber ich glaube mal nicht, dass er gegen mich, Menzi, ankommt. So, das ist unsere heutige Aufstellung. Wir haben einen neuen Ball. Wir erhalten zusätzlich Gold. Der dauert ein bisschen länger, aber ist auch langsamer. Aber okay, das kriegen wir schon hin. Oh, okay. Das ist ja recht interessant hier. Also hier beginnen wir, fahren hier rum, werden hier drüber geschossen. Fahren hier rüber, werden hier drüber geschossen. Fahren hier rüber, werden hier drüber geschossen. Und dann geht's hier zum Ziel. Okay. Dann wollen wir den mal versuchen, hier unten aufzuhalten. Das ist aber ein relativ kleiner Abwehr. Ist am Anfang schon mal gestellt. Ob die natürlich was bringt, weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke doch schon mal, dass am Anfang etwas bringt. So, der Gegner ist am Rollen. Wir machen kurz danach los. Das ist schon in Ordnung. So viel Zeitunterschied ist nicht. Der hat einen anderen Ball. Okay. Ich kenne ihn ja noch nicht, diesen Ball. Ah, okay. Deswegen dieses Kreuz, was man zu tragen hat. Jetzt kapiere ich es natürlich auch. Ach, hier unten ist Wasser. Deswegen ist man nicht so schnell. Okay. Ah, okay, ich kapiere es. Oh, da drüben gibt es Gold. Schönes, gutes Gold. Oh, hier runter. Ja, ich habe im Moment schon die Vorproduktion für fast die Woche, wo ich bei meinen Eltern bin. Das ist schon gewaltig, wie weit ich mal wieder vorproduziert habe. Wir haben gerade mal den 18. heute. Und da ist das ist ja schon gewaltig, dass ich das schon so weit vorproduziert habe. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt mit ihm los, aber okay. So, jetzt machen wir hier runter. Wir haben allein jetzt schon 3000, 4000, Alter. Wenn er jetzt natürlich auch noch so viel Schaden macht, das wäre noch richtig pornös. Na, komm. Weil er macht auch mehr Schaden als der normale Ball. Ah, da war noch eine Bank, das ist mir jetzt gerade egal. Ist nicht so viel Schaden, aber wir haben es einfach mal 6.000, 7.000 haben wir. Und jetzt mal gucken, hat er eigentlich unsere Abwehr, hat er die zerstört? Naja, so einigermaßen ist die flach. Aber das ist schon, das ist kein Problem. Und mal gucken, ob das was bringt. Und dann bauen wir hier oben weiter aus. Würde ich mal sagen. Ich frage mich nur, warum er jetzt hier runterfährt. Ist ja irgendwas Besonderes? Nee, oder? Warum macht er das? Ich muss es gerade nicht kapieren, oder? Und hier oben noch mal ein paar Elefantchen hin. Dann können wir den hier oben ganz zerstören. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Bug gerade, was passiert. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Weil ich weiß echt nicht, was da gerade passieren soll. Oh, wir können schon wieder los. Ich würde mal sagen, wir lassen uns mal Zeit. Wir haben ja auch relativ viel Zeit. Okay, wir haben die maximale Anzahl davon schon. Und wir machen mal los. So. Also mit dem Ball kann man sich eigentlich die ganze Map zu bauen. Oder das teuerste auch holen, was das überhaupt gibt. Das ist ziemlich krank. So, und ab in die Röhre rein.
Und wir kommen locker durch. Schön. Weil die Dinger will ich eigentlich ungern immer angreifen. Und ey, es ist ja eine lockere Runde hier. Was ist denn hier los, bitteschön? Das gibt's doch gar nicht. Da kann ich ja noch in der Zeit auf mein Handy gucken und spielen. Hi. Okay, einmal mal runtergefallen. Darf man natürlich auch mal als Meister des Spieles. Ach, ist er endlich mal durch. Aber er hat trotzdem noch recht viel Schaden gemacht. Das kann man dem nicht verweigern, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das sonst nimmt. Ah, daneben. So, hier so schön, dann hier und dann hier drüber. Da hat ja auch noch diese fucking Dinger, das sieht irgendwie geil aus. 3000, nicht ganz so viel Geld wie vorhin, aber es wird trotzdem reichen. Da bin ich mir relativ sicher, dass noch zwei Runden und dann ist ab wieder futsch. So, das war's langsam, was ich mal als Einheiten bauen kann. Es ist krank, was man hier so als Einheiten, was man so als Geld bekommt, aber einfach nicht ausgeben kann. So, da wurde erstmal richtig penetriert. Noch einmal, das gefällt mir richtig gut, dass er hier langsam ist er nur noch Mist. Das gefällt mir richtig gut. Und wir können losbauen. Über den brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Bin ich mir relativ sicher. Und jetzt? Jetzt bin ich hier unten. Jetzt muss ich hier runter und... Ach du Scheiß, ist das nervig. Das ist richtig, richtig fucking nervig. Jetzt darf ich nämlich bis da vorne. Aber wir sind ja schon da, also so ist es ja auch nicht. Ah, da ist ein Schiffchen. Geldanlage natürlich auch zerstören. Auch wenn ich das Geld nicht brauche, aber er braucht es auch nicht. Oh fuck, der ist ja schon wieder unterwegs. Ja, diesmal hat er nicht diesen zweiten komischen Ball ringsherum. Also diesen. Ich denke, es ist der Mond. Soll das darstellen oder sowas. Und die Sonne. Nicht der Mond, sondern die Sonne. Und da kann ich mir echt gut vorstellen, dass das andere die alle war und die jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht dabei ist. Vielleicht kann man die nur einmal einsetzen und so. Okay. Da war es natürlich ganz auch nicht geplant. Aber für ihn da oben ist es bestimmt auch nicht so richtig geplant gewesen. Aber wenn ich so hier das Wasser sehe, Alter, ich will so gerne jetzt ins Wasser. Auch wenn es hier keine 300 Grad oder sowas sind, wie im Sommer. Oh, ich habe gerade richtig Bock, so baden zu gehen oder so. Und lieber nehme ich auf. Okay, dann nehme ich eben lieber auf. So, um ihn das letzte Mal hart zu penetrieren, habe ich hier unten kein Geld mehr dafür. Nice. Ich glaube auch, die Banken sind jetzt bei mir ausgelutscht. Oder auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ja doch, die Banken sind ausgelutscht. Jetzt hätte ich schon jetzt schon lange viel, viel mehr Geld. So, wir haben es nicht geschafft. Nice. Natürlich so, wie es immer sein soll. So, schön hier raus drum. Und das letzte Mal schön durchfahren. Danach haben wir es ja auch geschafft. Könnt ihr euch oben mal angucken, wie er penetriert wird. Bei mir passiert nämlich unten nichts mehr groß Besonderes. Und wenn ja, dann könnt ihr gerne zurückspulen. Euch beide Seiten mal anschauen. Ich kann es ja auch in der Aufnahme dann, also beim Schneiden dann nachhinein,
machen. Auch wenn ich sowieso diese ganzen Fahrten, also dieses ganze Hin und Her, nicht rausschneide und das eigentlich überspringen kann, gucke ich es mir ja trotzdem an. Und warum ich das Ganze nicht rausschneide? Oh, das Kolosseum. Fällt mir jetzt erst auf. Warum ich das Ganze nicht rausschneide, ist eigentlich auch selbstverständlich. Weil hier kann immer was passieren und ich spreche mal nicht und ich habe mir so gedacht, jo, okay, vielleicht interessiert auch den anderen, einen oder anderen, wie die Strecke aufgebaut ist. Und deswegen mache ich ihn jetzt Platz. Oh, daneben. Und so. So, da haben wir es jetzt geschafft und dann können wir den Part auch schon heute beenden. Freue ich mich. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen, wenn nicht, einen Daumen unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann holen wir uns jetzt mal hier unten noch unsere Belohnung eigentlich ab, oder? Gibt es keine Belohnung? Nein, es gibt diesmal keine Belohnung. Okay, gut. Dann ist es so. Dann gehen wir eben nächstes Mal nach Pompeji. Ciao, ciao.